Hallo und herzlich willkommen bei der Industrie Forward Expo, dem Industriefestival 2021. Mein Name ist Christian Fischbach. Ich darf heute hier für euch moderieren und ankündigen den spannenden Part dieser Session, nämlich unsere Referentin Katrin Balsfoland von Thales. Hallo Katrin, schön, dass du hier bist. Vielen Dank, hallo. Der Vortragstitel jetzt gleich lautet: Softwarelizenzierung schafft Wettbewerbsvorteile für die digitalen Produkte der Industrie. Also tatsächlich da, wo dann digitale Transformation mit neuen Geschäftsmodellen wirklich greift und Traktion bekommt, da werden wir jetzt gleich hören, wie das flexibel mit Softwarelizenzmodellen zum Kunden gebracht werden kann. Katrin, jetzt darf ich erstmal an dich übergeben, deine Bühne. Alles Ja, perfekt. gut, alles klar. Dann sage ich nochmal, ja, herzlich willkommen aus Bayern, in die virtuelle Welt in ganz Deutschland. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist Katrin Balzvoland. Ich leite den Vertrieb in Deutschland, Österreich, Schweiz bei der Thales im Software-Monetarisierungsumfeld. Ich bin jetzt 7 Jahre bei der Firma tätig und ja, freue mich, Ihnen heute ein paar Impulse geben zu können, die für Ihre Geschäftsentwicklung wichtig sein können, mit dem Thema, wie schon angesprochen, Softwarelizenzierung schafft Wettbewerbsvorteile für digitale Produkte der Industrie. Bevor ich einsteige, noch kurz der Hinweis auf unsere 2 weiteren Vorträge. In der nächsten Woche wird der Leiter unseres Produktmanagements einen Vortrag halten über Subscription-Geschäftsmodelle und wie sich das konkret umsetzen lässt und was dabei zu beachten ist. Und in der übernächsten Woche konnten wir unseren Kunden für einen Erfahrungsbericht gewinnen, wie bei der Firma IFM die digitale Transformation verläuft und der Wandel hin zum Softwareverkauf. Da wird der Volker Schütz von der Firma IFM gemeinsam mit meinem Kollegen Steffen Renick einen Vortrag halten. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Beginnen möchte ich damit, ja, welche Veränderungen gibt es heute in der Industrie, die es auch notwendig machen und die dazu führen, dass viele Firmen sich jetzt eben mit Lizenzierung auch beschäftigen. Das sind vor allen Dingen 2 Aspekte. Einmal geht es um, ja, das sich verändernde Portfolio der Firmen und zum anderen um die, ja, digitalisierten Prozesse, die dafür notwendig sind, um eben digitale Produkte auch in den Markt zu bringen. Bei den digitalen Produkten gibt es verschiedene Ausprägungen. Es gibt zum einen natürlich die Hardware-Produkte, die Industrieunternehmen, fertigende Unternehmen auch schon klassischerweise haben, die sich jetzt weiterentwickeln zu digitalen Lösungen im Industrial IoT, auch mit Edge Computing, mehr Sensorik und mehr Connectivity, einfach sich zu stärker digitalisierten Produkten entwickeln und wo auch häufig eben die Software in einer Gesamtlösung dann den Mehrwert für die Kunden darstellt. Auch die klassischen Software-Applikationen entwickeln sich weiter, werden stärker modularer, gehen in neue Bereitstellungsmodelle, wie virtuelle Umgebungen, Container, und hybride, Umgebungen aus On-Premise und Cloud-basierter Bereitstellung. Daneben schauen sich natürlich viele Firmen an, wie können sie auch ihr Portfolio erweitern, um ja zusätzliche Services, die sie ihren Kunden bieten können. Neben dem Software as a Service auch Maintenance Services rund um die Hardware oder auch die Software. Und natürlich durch die stärkere Connectivity und die Nutzungsdaten, die jetzt zur Verfügung stehen von vielen Applikationen und Hardwareprodukten, entstehen eben auch ganz neue Ansätze mit, ja, datengetriebenen Geschäftsmodellen. Und das ist dann auch schon der 4. Punkt, weil viel eben nicht nur die, ja, neue Produkte sind, die die Unternehmen entwickeln oder weiterentwickeln, ihre bestehenden Produkte, sondern eben auch die Geschäftsmodellinnovation ist ein treibendes Thema in der Industrie, dass man eben auch die Geschäftsmodelle verändert um die Produkte herum und diese in anderer Art und Weise flexibler für die Kunden bereitstellt und damit eben auch neue Marktsegmente erschließen kann. Für die Prozesse oder die Prozesse erfordern damit verbunden dann auch ein Umdenken. Ja, die Geschäftsprozesse müssen überarbeitet werden, um natürlich auch digital zu sein, um die Systeme miteinander zu integrieren, die dort sind, um
eine zentrale Wahrheit zu schaffen in den Systemen, mit der die internen Funktionen arbeiten können, der Vertrieb, das Marketing, die Entwicklung, das Produktmanagement. Aber natürlich auch im Zentrum des Ganzen steht natürlich der Kunde, mit dem man natürlich mit neuen Geschäftsmodellen wie laufzeitbasierten Verträgen, Subscription und auch Pay-per-Use stärker im ständigen Austausch ist, wo man stärker auch darauf Acht geben muss, dass die Prozesse auch unterstützen, dass man eben kontinuierlich auch auf digitalem Weg der Kunde mit einem interagieren kann und eben auch Self-Services zur Verfügung gestellt bekommt. Die Motivation der Unternehmen ist dafür häufig eben auch die Kundenanforderungen. Ja, die Kunden kennen aus dem privaten Umfeld, aus der B2C-Welt viele Dinge, die sehr schnell funktionieren, wo ich einfach heute eine App runterladen kann, wo ich verschiedene Geschäftsmodelle angeboten bekomme, wo ich vielleicht auch eben nutzungsbasiert etwas konsumieren kann und wo ich es vor allen Dingen auch schnell zur Verfügung habe. Wenn ich heute mir überlegt habe, ich möchte etwas nutzen, dann kann ich privat ganz einfach eine Software runterladen und habe die direkt zur Verfügung. Ich habe meist dann auch immer ein Kundenportal und habe irgendwie eine Übersicht darüber, was habe ich denn und kann da eben auch verschiedene Dinge dann meist tun, auch im Self-Service, ohne dass ich mit irgendjemandem persönlich interagieren muss. Und all diese Anforderungen, die übertragen sich natürlich auf die Geschäftswelt und gehen auch an den Industrieunternehmen nicht vorbei, an den Firmen, die es ja wirklich zum Großteil schon sehr, sehr lange gibt. Und daraus entsteht eben die Anforderung, das Geschäft ja, zu transformieren, sich digitaler aufzustellen. Dabei ist natürlich auch immer wichtig, dass man als Unternehmen beachtet, ja, was ist da für mich drin? Was will ich damit denn eigentlich erreichen? Will ich auf meinen Erlös schauen? Habe ich gewisse vielleicht Erlöseinbrüche bei der Hardware, die ich durch neue Geschäftsmodelle auffangen will, durch neue Produkte auffangen will? Will ich meine Produkte flexibler bereitstellen in anderen Bereitstellungsmodellen auch, um damit vielleicht auch neue Segmente zu adressieren, typischerweise breiter in die Masse zu gehen? Ja, viele Unternehmen sind ja sehr spezialisiert in einem bestimmten Feld und haben dort sehr große Kunden, aber desto stärker man natürlich in Segmente geht, wo die Kunden einfach nur kleinere Zukäufe machen wollen, kleinere Zusatzfunktionen kaufen wollen, umso mehr entsteht natürlich der Bedarf, dass man das irgendwie managt und auch ja, flexibel macht für diese Art von Kunden. Und letztendlich treibt aber auch viele Unternehmen das Thema an, dass ihre Kunden auch einfach compliant sein wollen zu dem, was sie denn eigentlich vereinbart haben mit ihrem Hersteller. Ja, was haben sie gekauft? Und sie wollen auch irgendwo, dass der Hersteller sicherstellt zu einem gewissen Grad, dass natürlich auch nur das benutzt wird, was denn gekauft wird und nicht darüber hinaus. Die Kundenzufriedenheit steht häufig in Projekten auch mit Lizenzierung, mit Neueinführung von digitalen Produkten im Zentrum des Ganzen, ja, wirklich den gesamten Prozess zu betrachten. Wie kann ich denn den Self-Service für Kunden jetzt ermöglichen, damit der Kunde vielleicht nicht mehr anrufen muss bei meiner Auftragsabwicklung, hallo, ich habe jetzt was gekauft, wann bekomme ich denn da was zugeschickt oder dann vielleicht noch der Support involviert wird und das dann einfach im Zweifel auch über Zeitzonen hinweg zunehmend schwierig wird, dass der Kunde also die Möglichkeit bekommt, auch direkt Zugriff zu haben auf das, was er erworben hat, insbesondere wenn es natürlich ein digitales Produkt ist, ja, eine Softwarefunktion oder auch eben eine Zusatzfunktion, die einfach nur in der Hardware freigeschaltet wird. Die Kunden wollen natürlich auch irgendwo sehen, was haben sie installiert, um letztendlich auch selber sicherstellen zu können, dass, ja, dass sie compliant sind zu dem, was sie erworben haben und dass sie auch wirklich alles bekommen haben, was sie erworben haben. Auf der anderen Seite natürlich auch für die Unternehmen, die Hersteller von digitalen Produkten gibt es verschiedene Einflussfaktoren, dass sie einen größeren Einblick haben wollen in das, wo sollten sie auch ihre Produkte weiterentwickeln, typischerweise fürs Produktmanagement stärkere Einblicke gewinnen. Da gab es auch mal eine Umfrage in
verschiedenen Unternehmen, in, ich glaube 200, 300 Unternehmen sind da befragt worden und nur 9% der Produktmanager haben gesagt, sie treffen wirklich datenbasierte Entscheidungen. Häufig basiert das Ganze auf dem Experten-Know-how. Man befragt einzelne Kunden und bildet sich dann daraus eine Meinung. Aber desto stärker man natürlich digitalisiert und die Systeme und Prozesse miteinander verbindet, umso besser kann man auch eben datengetriebene Entscheidungen aus der Masse der Kunden gewinnen. Ja, das kann man mit Einzelbefragungen vielleicht auch nicht immer so gut realisieren. Auch für den Vertrieb der Hersteller ist es natürlich wichtig, auch ihre Kunden zu kennen und zu wissen, okay, der Kunde hat jetzt vielleicht einen gewissen Umfang gekauft, nutzt er den auch? Sind da vielleicht Risiken, dass der Kunde abwandert, die Nutzung geht zurück der Produkte? Und auch im, ja, ich sag mal, im indirekten Geschäft, was ja auch viele Unternehmen pflegen, ist es natürlich wichtig, auch irgendwo zu wissen, wie erfolgreich sind meine Partner, welche sind erfolgreich in welchen Regionen, mit welchen Kunden? Und das entsprechend voranzutreiben. Die Effizienz steht gerade bei unseren, ja, deutschen Kunden häufig im Vordergrund. Wie kann ich denn jetzt wirklich diesen ganzen Prozess automatisieren? Wie kann ich Software bereitstellen? Das ist ja vielfach für, ich sage jetzt mal, historische reine Hardwareunternehmen ein neues Projekt und auch eine neue Initiative, die sie da eingehen. Die machen sich dann natürlich darüber Gedanken, wie können sie ihre existierenden Systeme wie ein SAP, wie vielleicht auch Webshop-Möglichkeiten, andere Online-Ordering-Möglichkeiten dann integrieren mit Lizenzierung, damit das letztendlich dann auch alles nahtlos passiert und ich nicht mehr basierend auf 5 verschiedenen Excel-Listen vielleicht gewisse Dinge mache. Um damit letztendlich natürlich auch eine Kontinuität im Geschäft sicherzustellen und da auch nicht zum Beispiel am Quartalsende oder gerade am Jahresende das Risiko einzugehen, dass ich vielleicht es verpasse, gewisse Dinge auch in Rechnung zu stellen und in einem Geschäftsjahr auch zum Umsatz zu machen. Das war jetzt ein bisschen die Vorrede zu dem, wie mache ich es denn jetzt eigentlich? Ja, wie kann ich denn jetzt Lizenzierung für digitale Produkte erfolgreich umsetzen? Zum einen habe ich mal für den Prozess, wie setze ich denn überhaupt so ein Projekt auf? Was mache ich da? So ein Projekt zur Einführung oder auch zur Erneuerung der Lizenzierung. Dabei gibt es viel zu beachten. Daher lohnt es sich am Anfang, sich auch mit einer gewissen Ist-Analyse zu beschäftigen. Wo gibt es denn heute Fallstricke in dem Geschäft? Wo muss ich mich denn transformieren von meinem Hardware-Geschäft, wo ich Dinge verschickt habe? Per Logistikdienstleister, die aus einer Produktion herausgekommen sind, hin zu, ich möchte jetzt digitale Produkte vertreiben, da möchte ich jetzt nicht einen Brief mit einem Lizenzcode verschicken, sondern da muss ich natürlich die ganze Prozesskette vom Angebot bis hin zur Rechnungsstellung beim Kunden einmal durchdenken und mir auch Gedanken machen, wie soll das für meinen Kunden später aussehen. Wie ich vorher auch schon angesprochen habe, ist es dabei wichtig, dass man sich auch die richtigen Prioritäten setzt und auch schaut, lohnt es überhaupt? Also es gibt durchaus Firmen, bei denen macht es wenig Sinn, da jetzt ein großes, komplexes Projekt aufzusetzen, weil vielleicht das gerade noch ein zartes Pflänzchen ist. Dann kann man natürlich auch die Art des Projekts oder wie viel man jetzt beginnt zu machen mit der Lizenzierung daran anpassen, wo steht man denn eigentlich so in der Journey zum digitalen Produkt. Und dafür ist es ganz entscheidend, dass man sich da Gedanken macht über einen Business Case. Den braucht man ja intern meist in größeren Organisationen, um ein Projekt auch zur Entscheidung zu bringen. Das ist auch etwas, wobei wir mit Consultants unterstützen, solche Dinge zusammenzustellen und auch diese Schritte zu gehen, die ich hier beschreibe. Und dann natürlich, weil wir sind nicht nur ein Unternehmen, was sich mit was sie mit Expertise unterstützen kann, sondern eben auch mit der eigenen Technologie, auf die ich gleich noch kommen werde, unterstützen wir dann natürlich auch mit unseren Technologien und wirklich die Lösung auch auszugestalten und das dann auch umzusetzen. Ja, also nicht nur die Beratung, sondern am Ende muss ich natürlich auch in die Umsetzung gehen und mir da Gedanken machen, wie spielen die Systeme dann alle miteinander zusammen. Wie häufig in größeren, komplexeren Projekten ist es natürlich auch da wichtig, dass der Führungskreis mit
einbezogen wird. Es sind bei einem Lizenzierungsprojekt viele Bereiche mit involviert, von Änderung des Vertriebsmodells über ja, den ganzen Auslieferungsprozess. Der Support hat da Einfluss drauf oder es hat Einfluss auf den Support. Auch die Produktmanagementfunktionen, Entwicklung und so weiter müssen mit einbezogen werden. Und da ist es natürlich immer wichtig, dass auch der Führungskreis damit dahinter steht und auf Basis des Business Case sagt, ja, das ist es jetzt wert, dass wir hier weitere Schritte gehen und ein Projekt dazu machen. Und erst dann sollte man dann wirklich in die Implementierung gehen. Man kann natürlich innerhalb dieser Vorphasen erste Proof of Concepts machen, um einfach mal gewisse Dinge auch durchzuspielen. Aber das Ganze sollte halt auch wohl geplant sein, weil man natürlich nachher auch eine möglichst gute Customer Experience erreichen möchte, auch mit dem, was man hier macht. Wie sieht es dann technologisch aus? Ja, viele der Industrieunternehmen haben natürlich eine gewachsene Systemlandschaft aus SAP, verschiedenen CRM-Systemen oder vielleicht auch verschiedenen ERP-Systemen in verschiedenen Regionen weltweit, auch mit Produktionsstandorten und Einbindung. Manche haben auch noch E-Commerce-Lösungen, Webshops schon im Einsatz oder Konfiguratoren, die alle irgendwo mit reinspielen in das, dass ich jetzt auch digitale Produkte verkaufe. Ja, klassischerweise hat man vielleicht als Hardware-Unternehmen Hardware-Produkte konfiguriert. Jetzt muss ich natürlich, desto mehr ich auch Software-Funktionen freischalte, muss ich natürlich auch die mit in Konfiguratoren mit aufnehmen und solche Dinge mit einbeziehen. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass ein Lizenzierungssystem, ja, und auch die ganze Verwaltung, die dahinter steht, bei uns ist das ein zentrales System, das sich Entitlement-Management-System nennt, also Berechtigungsverwaltung zu Deutsch, was so das Backoffice für alle Sachen rund um die Software-Lizenzierung und Software-Auslieferung darstellt, wo auch die Lizenzen generiert, verwaltet werden und auch eben den entsprechenden Kunden zugewiesen werden und worüber dann auch Self-Services realisiert werden, die auch schon out of the box mitkommen. Das muss sich halt nahtlos integrieren in die bestehende Systemlandschaft. Ja, da haben wir Möglichkeiten geschaffen, dass das auch schnell und einfach geht, teilweise nur auf Basis einer Konfiguration, dass man auch gar kein Connector nochmal extra entwickeln muss zwischen dem SAP oder anderen Systemen und unserem System, sondern dass man einfach über gewisse Konfigurationsschritte da schon schneller zum Ziel kommt, weil letztendlich will man natürlich jetzt auch nicht 5 Jahre investieren, bevor man mit den ersten Produkten rauskommt, weil häufig werden nämlich Lizenzierungsprojekte getrieben durch eine neue Produktlinie, in der man jetzt damit startet und dann sukzessive das auf weitere Produktlinien ausweitet. Und da ist es natürlich wichtig, dass man da auch schnell erste Erfolge erzielen kann in einem solchen Projekt. Das Lizenzierungssystem steht dabei in diesem Gesamtkonstrukt immer zwischen den internen Systemen, also ERP, CRM, und der Welt sozusagen bei den Kunden und sollte dabei natürlich dann möglichst auch alle Arten im Portfolio zu unterstützen. Also alles, was ich eben angesprochen habe, von Hardware-Produkten, wo man Funktionen freischaltet, wo man auch dadurch Varianten reduzieren kann im Handling, über klassische Software, die noch on-premise installiert wird, im Client-Server oder nur auf einem Client, über Services, über Software as a Service, dass alles das auf eine ähnliche Art und Weise passiert, damit der Kunde natürlich einen zentralen Überblick darüber hat und Sie als Hersteller im Zweifel eben auch den zentralen Überblick darüber haben und da eben klar geregelt ist, wer benutzt was. Das ist auch das, was wir letztendlich als Technologieanbieter bereitstellen, wo wir mit unseren Lösungen helfen können, die den schönen Namen Sentinel tragen. Die Firma Thales ist schon seit über 30 Jahren im Software-Monetarisierungsumfeld tätig und hat da eben auch sehr reife Technologien für verschiedene Anwendungsfälle und kann eben alle diese Themen adressieren. Natürlich mit dem Ziel, dass wir auch unsere Kunden langfristig erfolgreich machen im Softwareverkauf, ja, und dass wir sie auch dabei begleiten, in der Veränderung entweder ihrer schon bestehenden Software oder neuer Produkte, neuer digitaler Produkte basierend auf Hardware, dann eben eine Strategie zu entwickeln und auch einen Technologie-Stack gemeinsam aufzubauen.
Was wir dabei bieten, ist letztendlich ein System, wie ich es eben auch beschrieben habe, was Ihnen die Möglichkeiten bietet, flexible Lizenzmodelle umzusetzen, von der ja, dauerhaften Lizenz, perpetual, wie man so schön sagt, hin zu Subscription, zeitbasierten oder auch irgendwelche Sachen, die man zählen kann, kapazitätsbasierten Lizenzen oder eben auch Testlizenzen ermöglichen über ein ja, zentrales Backoffice-System, in unserem Fall heißt das EMS, das automatisiert werden kann in dem Gesamtprozess mit dem Auftragssystem, einem SAP typischerweise oder auch einem CRM für den Vertrieb, weil man eben auch immer mehr und mehr wissen muss, wie gerade bei Laufzeitverträgen, wann laufen die denn aus? Der Vertrieb muss vielleicht nochmal ansetzen an der Verlängerung und so weiter, sich darum kümmern. Da ist es natürlich wichtig, dass man dann ein zentrales System hat, wo all die Daten dann auch drin sind für all die unterschiedlichen Produktlinien, die man im Portfolio hat, wo man dann auch eben die Kundenbasis, die installierte Basis sehen kann, die Vertriebspartner, vielleicht auch eben fürs Produktmanagement, die einzelnen Produktlinien, welche verkaufen sich mehr als andere, welche Pakete sind vielleicht besonders attraktiv und werden viel genutzt, um da auch Wachstumsraten zum Beispiel errechnen zu können. Und eben gerade auch mit Laufzeitverträgen, mit Subscription, die Erneuerung dieser Verträge immer im Blick zu haben. Oder diese eben auch komplett zu, ja, mit automatischer Rechnungsstellung auch zu automatisieren, sodass dann das automatisch passiert im laufenden Prozess. Letztendlich natürlich wieder alles mit dem Ziel, dass man das für die Kunden auch möglichst transparent gestaltet, dass der Kunde Möglichkeiten hat, sich selbst zu bedienen und eben vielleicht nicht darauf zu warten, aus Amerika, dass wieder am Nachmittag dann keiner in Europa verfügbar ist und ihnen helfen kann mit ihrem Problem, je nach Setup der Firma. Und da dann eben wirklich auch über unsere Lösung bieten sich da Möglichkeiten, dass man schon mit gewissen vordefinierten Portalen starten kann, um möglichst schnell auch den Kunden dann da eine bessere Übersicht zu geben und diese Self-Services dann auch anbieten zu können. Insgesamt so ein bisschen zusammenfassend, was sind die Vorteile, die man gewinnt durch die Lizenzierung und die Automation der ganzen Prozesse? Letztendlich natürlich irgendwie mit dem Ziel, dass man damit wachsen kann, ja, dass man entweder etwas auffängt, was vielleicht bei der Hardware wegfällt, oder dass man einfach zusätzliche Erlösquellen generieren möchte. Das bringt natürlich den Vorteil, dass man einfach kürzere Zeitabläufe hat. Ja, wir haben viele Kunden, die brauchen typischerweise mehrere Tage, bis wirklich der Kunde sein Produkt nutzbar vorliegen hat, auch wenn das ein digitales Produkt ist. In manchen Fällen wird ja noch, es gibt sogar noch Fälle, wo, glaube ich, eine CD verschickt wird, oder solche Dinge, wo einfach die Prozesse, die man von der Hardware kennt, dann übertragen worden sind und wo jetzt viele Unternehmen eben rangehen und diese Zeiten auch verkürzen wollen, dass man ein Beispiel von einem Kunden, wo wir auch eine Case Study haben, ist, die haben bisher 2,5 Tage gebraucht, um einen Auftrag zu erfüllen, bis der Kunde das Produkt nutzbar vorliegen hat. Und die konnten das auf, ja, ich glaube, auf 2 Stunden reduzieren. Damit wird natürlich auch vermieden, dass zu viel interne Kommunikation, dass nochmal E-Mails geschrieben werden müssen zu dem jeweiligen Projekt, kannst du da mal reinschauen, kannst du da mal dies, das, jenes machen. Das wird letztendlich an das System auch ausgelagert, ja, durch die Lizenzierung dann ermöglicht. Ein zentrales Lizenzierungssystem bildet dann eben auch so ein bisschen den Backbone für, ja, für die Zukunft, ja, für zukünftige mehr digitale Produkte, weil eben man auch zunehmend sieht, dass die Unternehmen ihr Portfolio eher auf digitale Produkte, dass neue Sachen, die hinzukommen, digitale Produkte sind. Das heißt, irgendwann kommt eigentlich fast jedes Unternehmen, was Hersteller von Produkten ist, egal ob das jetzt Software ist, Hardware, Lösungen, Services, an den Punkt, dass man ja auch den Tech-Stack dafür aufsetzen muss, um das Geschäfts- und auch das Wachstum letztendlich machen zu können, ohne dass man, weiß ich nicht, operative Teams verdoppeln muss, um eine Verdoppelung
der Erlöse in gewissen Bereichen zu machen. Das hilft natürlich auch dabei, viele Unternehmen, gerade Softwareunternehmen, haben typischerweise Software-Audits, die sie mit ihren Kunden machen. Ist der Kunde überhaupt noch compliant mit dem, was er mal gekauft hat? Und das kann ich natürlich auch durch ein zentrales System stetig vereinfachen. Ich habe eine Infrastruktur, die mich dabei unterstützt, die auch miteinander verbunden ist, und erreiche damit letztendlich ja eine gewisse Steigerung der Kundenzufriedenheit. Auch dafür haben wir einige Beispiele und ermögliche mir natürlich damit zukünftig auch mehr modulare Lösungen rauszubringen und an meine Kunden zu bringen. Genau, das war jetzt erstmal die kleine Einführung in das Thema Softwarelizenzierung. Abschließen möchte ich damit, was unsere Kunden sagen, und da auch nochmal auf den Vortrag von unserem Kunden IFM hinweisen. Und damit würde ich dann sozusagen überleiten in die Q&A. Ja, wow, erstmal vielen Dank, Katrin. Darfst deine Präsentation jetzt dann gerne beenden. Da hast du uns ja unter dem relativ harmlosen Titel Softwarelizenzierung wirklich in ein ganz großes Change-Thema mitgenommen, also das auch tief eingreift in Prozesse und Strukturen und bis hin zu einer neuen Customer Experience, die so sehr B2B-like ist. Entsprechend kommen auch hier die Fragen rein, also von ganz konkreten Geschichten, wie ist eine Anbindung in mein SAP, aber vor allem auch Dinge wie, kommt jetzt dieses Service-Modell, ändert sich da gerade das Mindset beim Kunden, der Maschinenbau wurde konkret angesprochen und auch die Pay-per-Use, da kannst du wahrscheinlich gleich richtig so aus dem Nähkästchen plaudern, wie das denn die Rolle des Vertriebs, des Sales auch verändert, ob es da ein neues Skillset braucht.